Sammy, Mama, du kannst ja jetzt nicht spielen. Außerdem musst du in der Schule sein. Komm, pack ein und geh zur Schule, das geht nicht. Wieso denn? Weil das nicht allen Leuten gefällt. Meine Welt ist gerade zu klein und deine passt da scheinbar nicht rein. Wir dachten doch, dass wir für immer... Hör auf mit dem Katzengejammer, davon krieg ich ja Ohrenbluten. Was gibt's hier? Jetzt fahren Sie mal bitte nicht meine Nichte so an. So schlimm war das ja jetzt nur auch nicht, was sie da gespielt hat. Sie können sich gerne da hinten setzen, da ist noch was frei. Ich bin hier der zahlende Gast und entscheide, wo ich sitzen will. Und dann muss ich mir von der Göre das Gejammer nicht anhören. Mein Gott, Sammy! Klinik am Südring, die Familienhelfer. Die 38-jährige Lokalbetreiberin hat sofort den Rettungsdienst alarmiert, denn ihre Nichte Sammy ist nach der Attacke des genervten Gastes schlimm gestürzt. Warum der Teenager fürs Musikmachen die Schule schwänzt, hat jedoch einen berührenden Grund, wie die Familie noch erfahren wird. Ist denn die Wunde hier beim Stürzen? Muss wohl. Wir haben sie jetzt erstmal vorsichtig hingelegt. Hast du das Glas an den Kopf bekommen? Mhm. Nee, der hat das wohl irgendwie so an der Seite vorbei. Aber die hat sich einfach nur unheimlich erschrocken, ne? Als wir Sammy untersucht haben, stellten wir fest, sie hatte eine Verletzung am rechten Knöchel. Des Weiteren haben wir sie nach dem ABCDE-Schema untersucht und eine Kopfplatzwunde am Kopf vorgefunden. Diese haben wir dann kurz versorgt. Oh, was ist hier passiert? Diana. Hallo, Diana, komm mal her. Meinst du, du kannst dich hinsetzen? Also, was ist denn mit Sammy? Wieso ist sie überhaupt hier? Guck mal, wir versuchen... warte, beruhig dich erst mal. Ja, aber was ist denn? Sie müsste doch nicht beschwören. Langsam. Aber was ist denn mit ihr? Wir kriegen sofort Infos, ja? Wir machen nur eine Grundversorgung eben und dann geht's weiter. Aber warum ist sie denn hier? Sie müsste doch eigentlich in der Schule sein. Ich weiß, dass sie in der Schule sein müsste. Die ist hier aufgetaucht und hat sich dahingestellt und wollte irgendwie Musical.ly's machen. Als meine Schwester Svenja mich angerufen hat, habe ich mir natürlich sofort große Sorgen gemacht, was da passiert ist wegen dem Unfall, ob sie auch wirklich gut geht, dass es ihr nicht so schlimm verletzt ist. Und als zweites habe ich gedacht, wie kann sie im Biergarten sein? Sie hätte in der Schule sein müssen, also hat sie Schule geschwänzt. Hallo, hier haben sie, da ist das schon hier länger ist Sammy. So. Ich hatte bei meinem Auftritt einen Unfall. Jetzt habe ich einen. Nein, das ist wichtig. Das interessiert dich auch nicht. Sag mal, Entschuldigung, wirklich, Entschuldigung. Also wenn wir gleich im Krankenhaus sind und Sie mit dem Arzt sprechen, ich würde das auf jeden Fall mal erwähnen. Ja, ich wollte auch nochmal fragen. Ich meine, wir kommen hier gar nicht mehr irgendwie durch. Sie ist normalerweise wirklich nicht so, aber seit Wochen hat sie nur noch diese Musik im Kopf. Ich weiß gar nicht mehr weiter und mein Mann auch nicht. Gibt es da irgendwelche Hilfestationen, wo wir irgendwie, ja, die uns helfen können? Ja, da gibt es auf jeden Fall Hilfen. Und zwar, das ist die sogenannte Familienhilfe. Okay. Ne, da ist psychotherapeutische Betreuung hinter. Und da könnte man vielleicht mal der Sache auf den Grund gehen, warum das so ist. Weil meistens hat auch alles immer irgendwie mal eine Ursache. Ne? Ich weiß gar nicht, was mit Sammy in letzter Zeit los ist. Sie will mit aller Gewalt eine bekannte Musikerin werden. Dabei hat sie überhaupt kein Talent zum Singen. Das muss doch einfach sein, dass sie zu viel im Internet guckt und dass diese Stars ja suggerieren, dass es so einfach geht. Einige Tage später hat Mutter Diana über die Schule einen Termin mit Sozialarbeiterin Natalie Nakowska ausgemacht. Doch schon wieder hält sich die 13-jährige Sammy statt im Unterricht im Biergarten ihrer Tante auf. Die Eltern sind bereits auf dem Weg und scheinbar hat die Nachwuchsmusikerin zwar nicht in den Stammgästen, doch zumindest in Kellner Mario einen ersten Fan gefunden. Und auch wenn viel zu viel dagegen steht, wir wissen eigentlich, wie es besser geht. Ey, es wäre zu schön, um es nicht zu riskieren. Sehr gut. Du bist echt viel besser. Ah, da seid ihr ja schon. Gott sei Dank. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ja, die spielt wieder und hat wieder einen Auftritt. Kann nicht sein. Sag mal, Sammy, was soll denn das? Sammy. Wir hatten einen Termin mit der Familienhelferin. Hallo, Sammy. Sammy, wie siehst du denn aus? Haus einfach ab? Wieso spielst du dich denn? Ja. Sammy, das kann ich so. Na, wo hast du die Klamotten her? Ich wurde von der Familie Schröder gerufen, weil sie ein Problem mit ihrer Tochter Sammy haben. Und zwar schilderten sie mir, dass sie den plötzlichen Wunsch verspürt hat, berühmte Sängerin zu werden, was ja erstmal nicht schlimm ist. Aber sie hat dazu auch noch die Schule geschwänzt. Sie hatte einen heimlichen Auftritt im Biergarten ihrer Tante, hatte dabei einen Unfall. Und all diese Sachen zusammen waren dann der ausschlaggebende Punkt, weshalb die Familie mich kontaktiert hat. Erzählst du ihr so eine Scheiße oder was?
Also, hören Sie mal. Die kann das. Wie, sie kann das? Sie ist wirklich um einiges besser geworden. Tut mir wirklich leid, aber ich kann da gar nicht ein Verständnis für aufbringen. Frau Schröder, ich würde einmal kurz vorschlagen, dürfte ich einmal mit der Sammy alleine sprechen? Wäre das für Sie okay? Für mich ist das für dich auch okay. Dann komm, lass uns mal einmal kurz ein paar Schritte gehen. Erzähl doch mal, also du möchtest Sängerin werden, habe ich ja gerade gehört. Und hast du dir da schon Gedanken gemacht, in welche Richtung? Ich möchte so alles von einem so ein bisschen was machen. Das ist ja cool. Das scheint ja einen echten Traum zu haben, ne? Pass auf, ich hab eine Idee. Und zwar würde ich gerne eine Aktion mit dir und deinen Eltern machen und mit dem Kellner. Wie heißt der nochmal? Mario. Mit dem Mario, genau. Und zwar so eine Art Castingshow, wo du quasi auf der Bühne bist und wir dir alle zugucken. Okay. Und deine Eltern dich vielleicht auch mal singen hören. Könntest du dir das vorstellen? Mhm. Ja? Die Schulsozialarbeiterin möchte mit Hilfe von Kellner Mario und den Eltern als Castingshow-Jury herausfinden, wie ernst dem Mädchen sein neuer Karrierewunsch ist. Der wahre Grund für Sammys Traum vom Ruhm wird sich jedoch noch als Problem innerhalb der Familie herausstellen. Jeder kriegt von mir 4 Bierdeckel. Jeder Bierdeckel steht für eine Sache, und zwar für Gitarre, Performance, Gesang und Ausstrahlung. Okay? Und ihre Aufgabe ist es jetzt, einfach mal zu gucken, was ihre Tochter da macht. Und danach gibt es Feedback. Das Ziel war es, mit ihr auf eine Ebene zu kommen, einen Zugang zu ihr zu kriegen und gleichzeitig auch die Eltern auf die Ebene zu holen, damit auch sie ihre Tochter sehen und wahrnehmen, dass sie einfach einen Traum hat. Meine Damen und Herren, ein Riesenapplaus für Sammy! Welt ist gerade zu klein und deine passt da scheinbar nicht rein. Ich habe gehofft, dass die Expertin Zugang zu Sammy findet und ihr die fixe Idee ausredet, Musikerin zu werden. Weil schließlich kann ich als Elternteil schlecht sagen, dass sie nicht singen kann. Und es wäre zu schön, um es nicht zu riskieren. Meine Damen und Herren, einen riesen Applaus für Sammy! Super! Okay, Sammy, wollen wir mal die Jury fragen, wie sie deine Leistung einschätzen? Mario, fang doch einfach mal an. Sammy, 4 von 4. Ich bin echt stolz auf dich. Gitarre üben wir noch ein bisschen, aber das schaffst du auf jeden Fall. Mach weiter so. 4 von 4. Applaus, Dankeschön. Und die Mama Schröder. Ja, also dein Outfit ist ja als erstes, was mich total jetzt abgeschreckt hat. Aber ich meine, für eine Castingshow ist es vielleicht okay. Und dein Singen, das war ja schon ganz süß. Wie viele Punkte? Also ich gebe dir 3 Punkte. Super. Schatz. 3 Punkte. Applaus. Und der Papa Schröder. Tja, mein Schatz, so wie du aussiehst, finde ich gar nicht gut. So geschminkt, das passt gar nicht zu dir. Aber das Singen war doch ganz schön. Und von mir kriegst du auch 3 Punkte. Super. Das ist eine super Jurybewertung. Sammy, möchtest du uns einmal sagen, warum du Superstar werden möchtest? Warum musst du diese Castingshow jetzt gewinnen? Weil ich berühmt werden möchte. Weil du berühmt werden möchtest. Mir macht das Ding Spaß. Super. Okay, und gibt es vielleicht irgendjemanden, für den du das machst? Nee. Also, möchte Aufmerksamkeit haben und ja. Okay, könnte es vielleicht sein, dass du den Mario ein bisschen gut findest? Nee. Nee? Der ist einfach nur nett. Okay. Mein Verdacht, dass Sammy den Kellner Mario mit ihrem Aussehen und ihrem Outfit und ihrer Musik beeindrucken wollte, hat sich nicht bestätigt. Und es stellte sich bald heraus, dass der Grund für ihr auffälliges Verhalten ein ganz anderer war. Wie war das für dich? Aufregend. Aufregend? Hat es dir Spaß gemacht? Mhm. Im Großen und Ganzen war es ja auch mal interessant, vielleicht zu sehen. Muss man ja auch doch sagen. Hi! Ja. Hey, hi, cooles Outfit! Hi. Hallo, na, top. Frau Narkowska. Cooles Outfit, richtig gut. Danke, wie geht's euch? Hallo, ich bin so schön. Hi, Mama. Wie geht's euch? Ja, wir haben gerade
eine Gesangseinlage bekommen von deiner lieben Schwester. Ja, heftig cool. Cooles Outfit. Danke. Richtig London-Style. Oh, Spaß, richtig cool. Als Sammys Bruder dazukam, konnte ich sehen, dass die beiden eine gute Beziehung zueinander haben. Er hat sie total gelobt, hat sich gefreut, sie zu sehen. Sie hat sich über sein Feedback zu ihrem London-Style-Outfit gefreut. Und was dann passiert ist, damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Und wie geht's dir denn? Ja. Sehr gut, ich habe Neuigkeiten. Echt? Wie Neuigkeiten? Erzähl mal. Von der Gastfamilie. Wow. Oh, wie cool. Ach, das ist die Familie. Ja, genau. Das ist ja toll. Guck mal, hier sogar mit Unterschriften und so. Ey, herrlich. Ja, das ist eine Bilderbuchfamilie. Ja, genau. Schön. Oh Gott. Nach der Aktion Casting Show hat Sammy viel Lob von ihren Eltern gekriegt. Dann wendete sich das Blatt plötzlich und der Bruder hatte die komplette Aufmerksamkeit der Eltern auf sich. Das führte natürlich dazu, dass Sammy ein negatives Gefühl entwickelt hat und sich aus der Situation rausgezogen hat und abgehauen ist. Der Schüleraustausch des 16-jährigen Tom scheint für seine jüngere Schwester ein rotes Tuch. Allerdings sucht Sammy weder aus Neid noch aus Missgunst mit ihren Auftritten nach Aufmerksamkeit. Sammy, komm doch raus, dann können wir miteinander sprechen. Hm? Ich stehe unter Schweigepflicht, das bedeutet, dass ich deinen Eltern nichts sagen darf. Okay, es sei denn, du erlaubst es mir. Und ich würde sagen, vielleicht ist das einfach schöner, wenn wir mal miteinander sprechen. Hm? Cool. Komm, lass uns hier mal rausgehen. Können wir mal. Kannst du mir erzählen, was gerade passiert ist? Ich finde das blöd. Mein Bruder war schon immer gut in der Schule. Und jetzt hat er auch noch ein Stipendium in London bekommen. Und jetzt steht er nur noch im Mittelpunkt. Ich werde einfach vergessen. Du wirst vergessen. Also ich finde das super mutig von dir, dass du das zugibst. Könntest du dir vorstellen, dass wir vielleicht gemeinsam zu deinen Eltern gehst und gehen und du denen das einmal erzählst? Würdest du dir das zutrauen? Für die 13-Jährige ein schwerer Schritt, denn eigentlich gönnt sie ihrem großen Bruder seinen Auslandsaufenthalt. Trotzdem fühlt sich Sammy vernachlässigt und traut sich erst, dank der Unterstützung der Familienhelferin, endlich über ihren Kummer zu sprechen. Ihr vergesst nicht, ich bin gar nicht mehr da. Natürlich bist du da. Nein, das tun wir nicht. Wir haben dich nicht vergessen, definitiv nicht. Ihr kümmert euch aber die ganze Zeit nur noch um Tom und... Ja, weil er geht ein Jahr weg, mein Schatz. Das ist doch einfach ganz normal. Wenn du weggehen würdest, dann würden wir uns genauso darum kümmern. Als die Katze dann aus dem Sack war und alle wussten, weshalb Sammy sich so verhalten hat, habe ich die Eltern als sehr erleichtert wahrgenommen. Gleichzeitig haben sie sich Schuldgefühle gegeben, dass sie das vorher nicht gesehen haben und dass sie den Fokus nur auf den Bruder gelenkt haben. Aber am Ende haben sich alle versöhnt. Die Eltern haben sich eingestanden, in dem Moment es einfach nicht gesehen zu haben, aber auch gleichzeitig gesagt, dass sie in Zukunft darauf achten werden. Ein Tipp vielleicht noch, ne? Ich meine, die Sammy sieht cool aus, da kann man nichts gegen sagen. Und sie war auch super mutig, ja? Das, was sie hier gerade gemacht hat, loben sie ihr Kind. Ja? Loben sie sie. Sie ist super. Die Eltern haben verstanden, dass Sammys Traum von der großen Karriere nur ein Schrei nach Aufmerksamkeit war. Dennoch möchte der Teenager weiter Musik machen, ohne Gesang. Die 13-Jährige darf Gitarrenunterricht nehmen, hat aber versprochen, künftig nicht mehr die Schule zu schwänzen. In den Ferien wird sie Bruder Tom in London besuchen.